Wenn Corona besiegt ist, ist der Pflegemangel immer noch präsent. Dann haben wir immer noch zu wenig Leute. Und dann geht es einfach wahrscheinlich back to normal. Und da sollten wir nicht wieder hinkommen. Das ist ja, also der Normalzustand hat uns ja erstmal dahin gebracht, dass wir jetzt gerade, dass wir so schlecht aufgestellt sind. Ich bin Moritz Samun, ich bin Krankenpfleger an der Berliner Charité am Virchow-Klinikum auf einer Intensivstation für Transplantationschirurgie. Also der Pflegenotstand hat sich bisher immer schon bemerkbar gemacht, auch schon vor Corona. Großteils in der Hinsicht, dass einfach viele Stellen gar nicht besetzt werden können und dadurch teilweise Stationen Betten schließen müssen, wenn es dann wirklich machbar ist. Der bisher ohnehin schon ziemlich anstrengende Arbeitsalltag wird jetzt halt noch verdichtet. Also wir haben jetzt deutlich schwerere Patienten, die deutlich mehr Grunderkrankungen mit sich bringen, weil wir halt von den ganzen anderen Intensivstationen die Patienten bekommen haben, die halt Langlieger sind, sprich, die sind schon echt mehrere Wochen auf Intensivstationen, aber die wurden halt von den anderen Stationen auf unsere verlegt, damit die Platz für Corona-Patienten haben. Das heißt, wir haben jetzt keine so eine Mischung mehr zwischen minder und schwierigeren Patienten, sondern wir haben einfach nur noch harte Fälle. Nach außen hin scheint es ja immer so, dass die Politik verstanden hat, dass es Zeit ist, an der Pflege was zu bessern. Dass es berechtigte Forderungen sind, die wir da erstellen und dass wir definitiv einfach mehr Geld und mehr Anerkennung brauchen. Das heißt, die Forderungen, die gestellt wurden, waren ja bis zu 1.500 Euro Einmalprämie. Da wurde viel geredet, aber im Endeffekt kommt da jetzt noch nichts dabei rum, weil die Politiker sich halt gerne dann in einem schönen Licht darstellen, in dem sie sowas fordern, aber die Lösungswege dann quasi fehlen, weil niemand möchte es im Moment bezahlen. Die Kassen schieben es den Krankenhäusern zu, die Kranken den Kommunen, die Kommunen dem Bund und im Endeffekt wird dann wahrscheinlich gewartet und gehofft, dass sich das alles wieder legt und man nicht handeln muss. Also es gibt ja aktuell viele Solidarisierungen mit der Pflege und anderen Gesundheitsberufen, unter anderem eben Applaus und was gibt's noch? Das ist auch so ein Thema, das mich richtig nervt, dieses Klatschen. Also ich meine, von den Leuten auf dem Balkon, okay, die können vielleicht jetzt nicht irgendwie aktiv Politik gestalten, aber wenn ich Applaus aus dem Bundestag bekomme und dann im Endeffekt aber nichts dabei rumkommt, sobald der Applaus verhallt ist, dann habe ich auch nichts gewonnen. Von Klatschen kann ich meine Miete nicht bezahlen. Prinzipiell brauchen wir halt langfristig Solidarität. Das heißt, wenn Streiks sind, dann müssen eben auch Leute, die nicht im Gesundheitswesen sind, mit auf die Straße gehen, mit uns marschieren. Die müssen unsere Petitionen unterschreiben und einfach auch Parteien wählen, die uns deutlich näher stehen als CDU oder FDP oder eben SPD. Das heißt, im Endeffekt bleibt am Ende nur, glaube ich, die Linke zu wählen. We'll be right back.